Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex ist gestern mit Gewinnen gestartet, dann aber immer mehr in die Verlustzone abgerutscht. Am Ende stand ein Minus von knapp 0,7%. Darüber hinaus bestätigte der September seinen Ruf als schlechter Börsenmonat. Rund 3,6% ging es im abgelaufenen Monat nach unten. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Ja, Viola, der DAX hat ein schwaches Quartal hinter sich, einen schwachen September. Wie wird denn der Start in den Oktober erwartet? Guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht leider danach aus, als käme jetzt auf einen schwachen September auch ein Start in den Oktober mit einer ziemlichen Schwäche. Also wir erwarten im Moment den DAX deutlich im Minus. Wir hatten zuletzt ja schon ein paar Mal so diese Mischung aus Zinsängsten, Inflations- und Konjunktursorgen gesehen. Und jetzt kam so ein bisschen alles Mögliche zusammen in den USA. Der Haushaltspoker, den wir da gesehen hatten, auch wenn man sich jetzt erstmal auf einen Übergangshaushalt geeinigt hat. Lieferengpässe belasten dort und bei uns haben wir eine sehr hohe Inflationsrate gestern gesehen dann für den September. So hoch wie seit fast 28 Jahren nicht mehr, also über die 4%-Marke gesprungen. Das sind natürlich auch Belastungsfaktoren, weil man sich fragt, was bedeutet das jetzt letztlich doch für die Geldpolitik der Notenbanken? Also dementsprechend ein schwacher September und die Vorgabenseite heute Morgen sieht auch nicht gut aus. Es wird in China und Hongkong heute nicht gehandelt, feiertagsbedingt. Der Nikkei in Tiefrot unterwegs nach Konjunkturdaten, die wir aus Japan schon gesehen hatten. Und an der Wall Street ging es gestern ebenfalls ordentlich runter um 1,6% für den Dow Jones. Also angesichts dieser Vorgaben und der gerade etwas wackelig nervösen Stimmung, kein Wunder, dass es auch nach einem schwachen Start in diesen letzten Handelstag der Woche aussieht. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute der MDAX. Der MDAX befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt musste der Index für mittelgroße Werte allerdings der extrem überkauften Lage und der Saisonalität Tribut zollen. Gestern markierte der Kurs ein 10-Wochen-Tief. Aus technischer Sicht dürfte sich die Abwärtskorrektur noch ausdehnen. Entscheidend dafür ist jetzt eine wichtige Unterstützung. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de und schauen Sie auch auf www.trader21.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Online-Börsenspiel Trader der Société Générale. Der Hauptpreis ist ein Jaguar I-Pace. Spielende ist am 29. Oktober. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.